Die Arbeiten, die unter diesen Bedingungen entstanden sind, gehen im Begriff des Kunstwerkes alleine nicht auf. Sie sind zugleich Ausdruck des Selbstbehauptungswillens und der Resistenz. Sie sind Zeugnisse, Beweise, Anklagen. Sie sind Erinnerungen, Spuren und Totengedächtnis. Sie beharren auf der Würde der Entwürdigten. Sie stehen für haarfeine Risse im Ordnungssystem des Terrors. Um ein bisschen